Herzlich willkommen zurück bei Rift in der Welt von Telaria. Und in dieser Folge werden wir, nachdem ich eine kurze Pause gemacht habe mitten im Satz, werden wir nach Dämmerwald aufbrechen. Endlich mal, liebe Freunde. Nachdem wir dieses Artefakt hier aufgesammelt haben. Mensch, das beginnt ja super, diese Folge. Ich unterbreche mich laufend selbst. So. Wir werden uns also unser dunkelbraunes Streitross schnappen. Und Richtung Norden. So, vorerst Richtung Norden und dann Richtung Westen reiten. Wird es eine kleine Weile dauern. Bis wir da ankommen. La 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 la. Ist auch schöne Musik da im Hintergrund. Ich wollte gerade mal lauschen. Sagen, also soundmäßig ist Rift echt geil. Also Sound, Grafik und so ist echt schon krass. Was vielleicht viele gar nicht wissen, was ich am Anfang ehrlich gesagt auch nicht wusste, das weiß ich auch noch nicht lang, ist, dass Rift damals eigentlich als, naja, Pay-to-Play-Spiel halt als normales MMO verkauft wurde. Erstellt wurde bzw. programmiert wurde und dann erst später zum Free-to-Play-Game deklariert wurde. Den Shop gab es wohl vorher schon, aber jetzt kann man sich wohl nur noch so komischen Veteranenstatus dazu kaufen, dass man irgendwelche Privilegien hat und sowas, wie halt immer in Free-to-Play oder Pay-to-Win oder wie auch immer man das nennen mag. Früher war es wohl nicht so, früher musste man sich das Spiel noch kaufen. Ich glaube, es gab sogar ein Abo-System, also dass man halt wie in WoW für einen Monat Spielzeit dann eben auch so, keine Ahnung, 13 Euro so bezahlt hat, dass man spielen darf. Also ich muss sagen, da finde ich es so wirklich viel entfrischender vor allem, erfrischender. Kann sich es einfach runterladen, anmelden und dann kann man es zocken. Finde ich eine super Sache, gerade für ein MMO. So kommen auch einfach sehr viel mehr Spieler auf den Server, müssen sie zum Spiel selbst. Die es sich sonst einfach nicht leisten könnten. Finde ich immer eine sehr schöne Sache, ob man da jetzt Pay to Win irgendwie dazu sagen möchte oder nicht. Naja, muss jeder selbst entscheiden. Ich finde es ganz in Ordnung und wenn ich das Spiel so geil fände, ich finde es eigentlich geil, nur ich habe halt immer noch diese Hemmschwelle, dass ich mir jetzt dann wirklich für echt Geld was kaufe, aber na, weiß ich noch nicht, vielleicht mache ich das auch mal. Nur dazu muss ich dann halt auch wirklich sehr viel mehr spielen. Als ich es jetzt ohnehin schon tue. Bietet ihr Hilfe an? Brogan hat euch gesandt, nicht wahr? Nun, wir haben viel zu tun und nur wenig Zeit. Machen wir uns also an die Arbeit. Ey, Frauenstimmen sind echt schwierig. Tod den Drachen! Wow! Alter! Zum Alte, komm mal klar. Drachen sind doch cool. Im Normalfall jedenfalls. So, Weghüter Brion, was möchtest du denn? Hallo! Hallo, mein Herr. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann, auferstandene Seele. Die Tränke unseres Apothekers, Gewidon Düsterblatt, sind ein entscheidendes Hilfsmittel in diesem Krieg. Ich möchte, dass ihr für ihn ein paar ganz bestimmte Reagenzien einsammelt, die ihr in den Bestien in der Gegend von Dämmerscheid abnehmen könnt. Ach, die ihr den Bestien... Ach so. Okay. Dieser Wald ist die Heimat gewaltiger Arboria und unherschleichende Goblins. Lasst euch nicht täuschen, Kleriker. Alle beobachten euch mit hasserfüllten Augen. Was ist denn hier los? Willkommen beim Gnarzwaldposten, einem kleinen Handelslager an der Straße zum Dämmerscheid. Im Dämmerwald gibt es nicht mehr viele Außenposten wie diesen. Wenn ihr etwas zum Handeln habt, solltet ihr das jetzt tun. Denn es wird viel schwieriger werden, etwas Wertvolles von eurer Leiche zu nehmen, falls ihr vom Weg abkommt. Nur wenige teilen meine Meinung, aber ich bin froh, dass ihr hier seid. Versteht also meine Warnungen als das Bestreben, euch am Leben zu halten. Gute Reise. Netter Kerl. Ah, gut euch zu sehen. Wer seid ihr denn?
Ich bin ein Weghüter und habe beschworen, die Bewohner des Dämmerwalds zu beschützen. Niemand kennt diesen Wald besser als wir, und wir haben unser Leben dem Verstehen seiner Geheimnisse gewidmet. Einige wandeln schon so lange in diesen Wäldern, dass wir die geflüsterten Prophezeiungen der Bäume hören. Aber heutzutage braucht es keinen Propheten, um zu erkennen, dass am Horizont die Dunkelheit aufzieht. Alles Gute. Echt witzig, es ist wirklich in jeder Story, in jedem Fantasy-Story-Ding-Roman, whatever. Es ist echt immer die Dunkelheit, die aufzieht, die das Böse ist. Es ist nie irgendwie die Sonne, die uns verbrennt. Es ist immer die Dunkelheit, die aufzieht. Ich sag nur Herr der Ringe. Was hat da alles verschlungen? Worin konnten nur die Orks überleben? In Dunkelheit. Schon witzig, diese Parallelen immer da zu sehen. Obwohl das hier ein ganz anderes Setting ist mit Drachen und so weiter. Wobei, ja gut, ja, in Herr der Ringe gibt es mittlerweile ja auch Drachen. Beziehungsweise in dem Hobbit. Der bescheuertste Filmname ever. Der Hobbit. Okay, ich glaube, wir müssen runter, oder? Was ist denn mit Fledermausfilmen? Fledermäuse sind meistens unterirdisch, also wird hier wahrscheinlich irgendwo eine Höhle sein. Da ist ein Riss, der ein bisschen merkwürdig aussieht, weil er irgendwie so tief ist. Ah, okay, die Fledermäuse sind doch nicht unterirdisch. Wie man schon sieht, die sind Level 20. Also wir sind jetzt hier im Dämmerwald, nicht mehr im Silberwald. Hier beginnt das Ganze bei Level 20 bis, lass mich nicht lügen, 26. So lange werden wir uns also jetzt vermutlich hier aufhalten. Ein bisschen die Gegend nicht unsicher machen, sondern sicher machen. Und natürlich machen wir als Held das einzig Richtige, was man in dieser Situation machen kann. Wenn die Dunkelheit aufzieht und die Drachen herrschen wollen und man als auferstandener Held die Welt retten muss, tötet man Fledermäuse. Das ist MMO-Logik. Die müssen wir auch killen. Was sollen das sein? Hyänenhunden. Komische Viecher. Okay, Pfoten und Streuner. Es sollen wohl Hunde darstellen. Huch. Sieht aber eigentlich mehr wie Katzen aus. Oh, jetzt kommt der auch noch. Oh oh. Ah, ich geb daneben. Scheiße. God damn. Muss ich mal meine Schilder anschmeißen. So, die hatte ich nämlich beinahe schon vergessen. Unsere Absorptionsschilde, so. Die halten mich beide nur 30 Sekunden, das heißt, die kann die nicht die ganze Zeit am Laufen lassen. Wobei, bei dem hier willst du nicht so gehen. Na, beide haben sehr wenig Abklingzeit. Die absorbieren einfach einen Teil des Schadens. Okay, und das Schild hier teilt sogar, also es kontert sogar noch. Das heißt, wenn ich dann angegriffen werde, reflektiert es ein bisschen. Aber auch nur ein bisschen. Auch das ist so eine Sache, an die ich mich auch gewöhnen muss, weil solche Schilde benutze ich eigentlich recht selten, wenn ich privat spiele. Was echt ein Fehler ist. Ich weiß, ich bin echt nicht so der Pro-Gamer. Das habe ich auch nie behauptet. Nur bei so einer Abklingzeit, da kann man die ja eigentlich ständig aktiv halten und immer alles absorbieren, sodass ich noch mehr zum Bollwerk werde. Das ist vielleicht nicht ganz so dämlich. Ja, gut, aber bei einem einzelnen Mob ist das
nicht vonnöten. Das wäre dann irgendwo Zeitverschwendung. Oh! Das kam überraschend. Und ziemlich laut. Level 19. Und ich mach's wie eh und je. Also auch jetzt werde ich diese Punkte automatisch verteilen lassen, weil ich einfach nicht so den Durchblick habe, nicht den Plan habe, weil auch, ich kann es euch ja nochmal zeigen, Sekunde. Ja, der Seelbaum, ja, der ist für mich echt ein bisschen ein Rätsel, ein bisschen unüberschaubar. Ich lasse es ganz gerne auf so eine Rolle zuschneidern, wie es sein sollte. Und wenn dann doch irgendwas missfällt, kann man es später immer noch ändern, nur gerade jetzt hier zum Storyplay, zum Level, sehe ich das alles nicht so. Eng wird es eigentlich erst, wenn wir dann Level 60 sind. Übrigens weiß ich noch gar nicht, was wir dann machen. Wenn Level 60 irgendwann erreicht ist, wenn die Story, naja, durchgespielt ist, im MMO natürlich relativ, aber wenn wir dann einmal so weit sind. Aber das wird sicherlich noch sehr lange dauern. Was willst du denn, mein Freund? Ach, Kupfer können wir gar nicht abbauen. Das ist doof. Hat der Hund gerade geblockt? Ja, ich muss mich wirklich ein bisschen daran gewöhnen, an die Schilder, weil die machen echt einen mega Unterschied. Und ich muss endlich mal den Heilzauber und so auf die Maustasten legen, verdammt nochmal. Oder generell auf irgendeine Taste. Also ich weiß nicht, ob es gerade im Spiel ist, aber ich höre wirklich gerade echt extrem gruselige Geräusche um mich rum. Einen leichten Schauer über den Rücken laufen. Weil sich über die Kopfhörer wirklich extrem realistisch anhört gerade. Boah. Scheiß Dämmerwald. Ich mag dich jetzt schon nicht. Da war es wieder, dieses Geflüster. Wobei jetzt klang es dann doch eher in-game. Haben wir nur die eine Quest hier bekommen? Bringt die Reagenzien zu Gwidon Düsterblatt in Dämmerschalt. Okay. Folgen wir mal dem Pfade. Denn wir haben ja gehört, nicht vom Weg abkommen. Sonst sind wir des Todes. Aha. Eure Sorte ist nicht willkommen in unserem Wald, Fremdling. Warum geht ihr nicht dorthin zurück, wo ihr hergekommen seid, bevor etwas Böses passiert? Ja, was willst du denn machen? Willst du mich mit deinem komischen Totenschädel kaputt schlagen? Was? Ich bin Edi. Schamane des Eises und Diener des Blutgottes. So, ich habe vergessen, welchem Gott wir damals ausgewählt haben, deswegen ist es jetzt einfach mal der Blutgott. Auch wenn es den hier wahrscheinlich nicht gibt. Fernkampfwaffen gebraucht waren. Komm, wir handeln mal, das machen wir so selten. Flup, alles weg. Den Scheiß brauchen wir nicht. Entschuldigung, das brauchen wir nicht. Den müssen wir noch mal anlegen. Den müssen wir noch anlegen. Ah. Ansonsten, was ist das? Handschuhe. Kriegen wir auch neu. Dass ich das alles nicht angelegt habe, alles vergessen habe. Ach, die Stiefel habe ich auch noch nicht angelegt. Mein Gott, da steht wieder 30 Millionen Mal überall in den Kommentaren. Ha. Kleiner Wortwitz unter kleinen YouTubern. Das kann ich nicht gebrauchen, das schmeißen wir weg. Das Fleisch auch, komm, was soll's. Den Rest nehmen wir mal ein bisschen auseinander. Lasst uns bald wieder Handel treiben. Ja, lasst uns bald Handel treiben, ja. Chinamann. John Tintan. Mit dem chinesischen Bauernhut.
Fernkampfwaffen brauchen wir nicht. Generell brauche ich nichts. PvP-Güter. Woran hättet ihr denn Interesse? Da kann man es jetzt mal sehen. Also, das ist jetzt natürlich ein anderes Thema, aber in der PvP-Folge, in der Spezial-Info-PvP-Folge, hatte ich was von Gunst erzählt, dass man damit Dinge kaufen kann, Rüstung und so weiter. Hier zum Beispiel könnte man die kaufen. Nur mal so kurz am Rande, weil er gerade hier steht und ich ihn gerade gesehen habe. Aber das kostet einen Ring 1600 Gunst und wir haben in einer Schlacht, ich glaube, 200 oder so bekommen. Was schon eigentlich nicht schlecht ist, aber naja, man muss oft kämpfen, damit man sich da was zusammenfarmt, weil gute Rüstung dann auch gerne mal 20.000 oder so kostet, ein Teil. Aber das kennt man ja im Grunde aus jedem MMO. Das ist ja wie immer so. Okay, wir haben also hier die nächste kleine Kleinstadt hier, einen kleinen Außenposten gefunden, wo die ganzen Berufe wieder stationiert sind. Da hinten noch ein Portikummeister, da muss ich auf jeden Fall auch gleich hin. Darf ich nicht vergessen. Aber vorerst stellen wir uns natürlich vor bei Gewidor und Düsterblatt. Ich grüße euch. Ich grüße euch auch. Immer mit der Ruhe. Was kann ich denn für euch tun? Ah, ihr habt die Reagenzien gesammelt. Ich danke euch, Eni. Ich hatte mich schon mit jedem Tag ohne sie immer nutzloser gefühlt. Ah, kriegen wir natürlich ein Schmuckkästchen des Klerikers. Durch den Seidennetzpass hallen die Schreie der in den Netzen gefangenen Opfer. Es gibt nur eine Substanz, mit der man die Fäden auflösen kann, ohne die Gefangenen zu gefährden. Aber wir brauchen Reagenzien, um sie herzustellen. Beschafft sie und sucht nach meinen Lehrlingen im Seidennetz Außenposten auf. Und sucht meinen Lehrling im Seidennetz Außenposten auf. Gut, das lese ich nicht vor, das haben wir gerade verstanden, was wir machen sollen. Viel Glück. Die Bevölkerung des Düsterwalds mag keine Fremden. Doch unter uns Fremden, lasst mich ruhig wissen, wenn ich euch irgendwie helfen kann. Mein Gott, warum bin ich denn so fremd? Ich bin doch selber Matusianer. Ich kann doch nicht hier in jedem Land, in jedem Wald irgendwie Fremder sein. Ach ja, schon, bevor ich es vergesse. So, Suze Vega. Da werden wir gerade auch mal, haben wir unser Portal freigeschaltet. Und hier sieht man, glaube ich, zum ersten Mal im Let's Play die eigentlich echte Map. Was ich bisher noch nicht so richtig rausgekriegt habe. Wir befinden uns nämlich hier in Matosia. Und zusätzlich gibt es noch zwei andere Inselkontinente. Plus die Sturmbucht. Und irgendwie habe ich nicht ganz rausgekriegt, wie man jetzt da hinkommt und warum man da nicht, warum das grau ist und so. Keine Ahnung, vielleicht werden wir es mit Level 50 feststellen. Das Ganze ist, glaube ich, das Levelgebiet bis Level 60. Ah! Warum kann man jetzt hier plötzlich wechseln? Warum ging das nie? Ist ja interessant. Vielleicht war es ein neuer Patch. Habe ich auch noch nicht gesehen. Naja, wir sind jedenfalls noch in Matosia. Wir werden auch noch eine lange, lange Zeit in Matosia verbringen. Momentan in Dämmerwald. Finde zu wahrer Größe. Ja, machen wir jetzt erstmal. Natürlich. Natürlich. Sekunde. Meine Maus ist leer gegangen. Das tut mir jetzt gerade mal leid. Dafür gibt es ein paar Minuten Überlänge. Das ist der Nachteil, wenn man eine schnurlose Maus hat. Die übrigens neu ist. Ich habe eigentlich fast alles neu gemacht. In der Zwischenzeit, wo ich keine Videos gemacht habe, habe ich Geld ausgegeben, kann man sagen. So, frisch am Start. Hallo. Hallo, Marschall Eichenerz. Eichenherz. Die Geldlohpriester huldigen Flammenmaul dem Frevlerischen, dem Rachen des Feuers. Sie sind in kürzester Zeit sehr mächtig geworden und wir müssen herausfinden, wie es dazu kommen konnte. Ich habe ein paar Soldaten in die finsteren Tiefen entsandt, aber sie sind nie zurückgekehrt. Führt bitte eine Gruppe Kampfgefährten in diese Höhlenstadt und findet heraus, was dort vor sich geht. Natürlich. Immer wir. Die Götter haben euch aus einem bestimmten Grund zurückgebracht, Kleriker. Haltet das Geschenk, das sie euch gegeben haben, in Ehren. Na, wer seid ihr überhaupt? Ich bin Johann Eichenherz,
Paladin der Vigilie, wiedergeboren, um ihrem Willen zu dienen, genau wie ihr. Ich kommandiere die Militärtruppen von Sanctum in dieser Region, die 8. Freistadtwache. Gute Reise. Ah, gut euch zu sehen. Was sind die Freistadtwachen? Man muss nicht von den Göttern wieder zum Leben erweckt worden sein, um dem Glanze ihres Willens zu dienen. Die Freistadtwachen sind gewöhnliche Männer und Frauen, die sich dazu entschlossen haben, die Vigilie mit Waffengewalt zu verteidigen und ihr sterbliches Leben im Namen der Rechtschaffenheit aufs Spiel zu setzen. Sie mögen zwar einfache Leute sein, aber ihr solltet nicht auf sie herabsehen. Denn wenn sie sterben, kehren sie nicht mehr zurück. Und dennoch sind sie hier. Sie sehen uns als Helden an, sogar als Götter, aber eigentlich sehe ich zu ihnen auf. Alles Gute. Hallo. Was macht die 8. Wache hier? Die Goblinplage aus den finsteren Tiefen bedroht nicht nur diese Stadt, sondern auch Sanctum selbst, wenn sich niemand darum kümmert. Wir sind hier, um dazu zu sorgen, dass sie nicht weiter ihr Unwesen treiben können. Wenn sich diese Stadt so isoliert, ist leider hinderlich für unsere Ziele. Dass sich diese Stadt so isoliert, ist leider hinderlich für unsere Ziele. Sie erlauben mir nicht, die Stadt zu ihrem eigenen Schutz zu befestigen. Deshalb ist der Großteil meiner Truppen derzeit noch am Waldrand stationiert. Ja, Entschuldigung. Ich musste ein bisschen lachen, weil ich mich so verhaspelt habe. Die erlauben nicht, den Schutz zu befestigen. Warum? Gute Reise. Okay, die Bewohner der Stadt, die isolieren sich also. Die haben also keinen Bock auf Fremde. Deswegen werde ich hier also auch so mit offenen Armen empfangen von den Leuten. Und deswegen kann er also auch keine Befestigung machen und so. Und keinen Nachschub holen. Und die Männer dürfen wohl auch nicht alle hier rein. Deswegen sind sie alle noch am Waldrand. Aha. Ziemlich merkwürdiges Völkchen hier in Dämmerscheid. Okay, müssen wir da hin? Aber natürlich, ihr ahnt es schon. Guckt doch mal auf die Uhr, Mensch. Guckt doch mal auf die Uhr. Ich würde sagen, ich reite jetzt noch in den Mondschein. Nein. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann werden wir die Heilmittel besorgen. Vielleicht schleimen wir uns dann ja auch mal ein bisschen bei den Leuten hier ein, dass die mal ein bisschen offener werden. Also dann, bis zur nächsten Folge.